Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie als Vorsitzender des Council für Kunst und Design ganz herzlich begrüßen zu unserer Veranstaltung mit dem Michael Kovacs. Wer schon mal was gelesen hat von ihm, der weiß, wie spannend und wie diskussionsreich diese Art heute werden kann. Dazu wünsche ich natürlich viel Vergnügen, aber vorher möchte ich natürlich noch herzlich begrüßen alle Mitglieder des Council für Kunst und Design, die sich heute hier eingefunden haben. Begrüßen darf ich alle anderen natürlich auch, auch meinen Sohn, freue ich mich sehr. Ja, wir sind jetzt hier zum zweiten Mal in diesem Hörsaal, zum zweiten Mal als Gastgeber, die Frau Professor Dr. Schlöberkämper, die ich jetzt ganz herzlich ans Mikrofon bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich freue mich sehr, Sie hier im Namen der Johannes-Maximilians-Universität in Audenberg begrüßen zu können. Und ich freue mich auch sehr, dass es dem Council für Kunst und Design gelungen ist, Herrn Dr. Kovacs hier nach Würzburg einzuladen zum Vortrag über Ökoroutine, Ökomoral, Wirtschaft ist mehr. Herzlich willkommen. Ich freue mich zudem, dass wir im Anschluss an den Vortrag gemeinsam auf dem Podium diskutieren können. Zum einen mit Ulrich Emmerling vom Zukunftshaus Würzburg und Ulrike Kähler von der Ibedo Company in Düsseldorf. Auch hier herzlich willkommen. Die Moderation an heutigen Abend wird Professor Schimpf übernehmen vom Fraunhofer Verbund Innovationsforschung Stuttgart. Vielen Dank, dass Sie das übernehmen. Gerd Michel deutet hier eben schon an, das ist das zweite Mal, dass ich hier bin. Vor einem Jahr haben wir uns kennengelernt hier und haben dann danach gesagt, wir wollen gerne mehr zusammenarbeiten. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier auch gemeinsam auftreten. Zwischenzeitlich, seit dem letzten Sommer, haben wir an der Universität Würzburg das Nachhaltigkeitslabor ULEB gegründet, mit dem wir eben auch die Nachhaltigkeit an der Universität voranbringen wollen und insbesondere eben auch den transdisziplinären Austausch fördern. Also auch den Austausch nicht nur zwischen den verschiedenen Fachdisziplinen an der Universität, sondern eben auch mit anderen Personen außerhalb der Universität. Und das ist halt einfach hier halt eine ganz tolle Gelegenheit, dass wir uns hier austauschen und treffen können. Also vielen Dank, dass wir hier mit einsteigen. Warum ist das so wichtig? Wir wollen zum einen die transdisziplinäre Zusammenarbeit fördern und auch die Vernetzung von Stadt und Regionen mit dem Hintergedanken, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen wollen, die Erde blutet und wir gucken zu, wie kommen wir raus aus dieser Nummer. Auch dieses Thema beschäftigt uns, das ist das Thema dieses Abends und ich freue mich sehr auf den Vortrag von Dr. Kovacs, die anschließende Diskussion und würde jetzt das Wort übergeben an Professor Schott. Jan, schönen guten Abend. Wir probieren das ein bisschen besser zu machen mit der Akustik. Meine Rolle heute Abend ist die Moderation und mir bleibt auch gar nicht viel anderes übrig, als ein bisschen Lust jetzt auf den Vortrag zu machen. Ich meine, wir hatten gestern war der Weltressourcentag, das heißt der Tag, an dem die Welt die Ressourcen für dieses Jahr aufgebraucht hat. Wir sehen die Situation, wenn wir Nachrichten anschauen. Das Thema Nachhaltigkeit ist gerade eigentlich omnipräsent, kombiniert noch mit ein paar anderen kleineren Krisen wie in der Ukraine. Ich meine jetzt kleiner, ein bisschen polarisierend, polemisch. Oder sagen wir mal hier den Problemen, die auf uns zukommen werden, der weitere Verlauf der Pandemie. Aber die Nachhaltigkeit ist etwas, wo wir gerade merken, dass uns das tatsächlich betrifft und
wo wir etwas machen müssen. Daher ein ganz tolles Wort und ich freue mich ganz besonders hier auf den kommenden Vortrag. Und was ich hier noch betonen möchte, ich glaube, das Wuppertal-Institut ist ja eine Referenz in diesem Bereich. Der Herr Koppert sowieso. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass er Sozialwissenschaftler ist. Das heißt, nicht nur das Thema Umwelt steht im Mittelpunkt, sondern ganz wichtig, wie eine Gesellschaft mit dem Thema Umwelt und Nachhaltigkeit überhaupt umgehen kann. Vielleicht hat der eine oder andere schon ein paar kritische Punkte gehört, und das ist was, wo ich mich besonders darauf freue, weil ich gehört habe, dass hier vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen polarisiert wird, der Vortrag. Und damit würde ich direkt an Sie weitergeben und wünsche viel Spaß als Publikum. Ja, hallo. Schönen guten Abend zusammen und recht herzlichen Dank, liebe Mara, lieber Gerd, für die Einladung. Das ist eine der warmherzigsten Einladungen, die ich in den letzten Jahren erfahren habe. Und deswegen hier nochmal besonderes Dank an euch und für dieses Engagement, diese Veranstaltung hier auf die Beine zu stellen, mit allen, die ihr das gemacht habt, mit dieser wertschätzenden Art. Und euch vielen Dank, dass ihr gekommen seid am Freitagabend. Ich vermute, du kannst bei mir den Ton etwas runterstellen, damit es... Ich spreche relativ laut. So, ja, ich habe zwei Bücher geschrieben. Ein blaues und ein grünes. Das eine zur Ökoroutine, das ist ein bisschen ausführlicher für diejenigen, die sich intensiver mit der Materie befassen wollen. Und relativ viele Fußnoten. Aber trotzdem gut lesbar, das ist so mein Bemühen. Und das Grüne, Schluss mit der Ökomoral, sind quasi Kurzgeschichten zum Konzept der Ökoroutine. Das ist so gewissermaßen eine Art Schullektüre. Das hat sogar meine Mutter gelesen und fand das ganz ansprechend. Insofern ist jetzt für jeden was dabei, ich habe keine Ausrede. Ich habe das jetzt die letzten Jahre nicht mehr so oft gemacht, mit dem Thema Klimakrise anzufangen, weil wir sind ja alle irgendwie angehöhlt davon. Und diese Grafik hier zum Beispiel, die kennt ja auch jeder, der Zusammenhang von Temperatur und CO2. Aber ich habe es nochmal wieder aus der Schatulle hervorgeholt. Immer wenn hier die untere Kurve, diese rote Kurve, wenn die unten ist, nicht, dann ist das eine Eiszeit. Das heißt 100 Meter Eis über unserem Kopf. Und wenn diese Kurve oben ist, dann ist das eine Warmzeit. Wir befinden uns gerade in der Warmzeit und man sieht diese Verbindung zu CO2. Und in den letzten 800.000 Jahren, die Untersuchungen sind so weiter, als diese Grafik jetzt gerade zeigt, wurde der CO2-Gehalt von 300 Parts per Million nicht überschritten. Und jetzt zeige ich euch, wo CO2 heute steht. Weiter mit dem, was wir jetzt in der jüngeren Erdgeschichte kennen. Und das ist es genau, was so vielen Menschen große Sorgen bereitet. Schon seit Jahrzehnten im Grunde. Und was zu diesem Phänomen Klimahitze führt, mit allen Folgen, die wir kennen, die man ständig in der Presse erfährt. Und wir haben momentan eine Erwärmung global von 1,1 Grad. In Bayern sind es, glaube ich, gerade ungefähr 1,5, 1,6 Grad. Das ist kontinental verschieden. Aber global ist es 1,1 Grad. Und jetzt sind in allen Städten sind zur Bewegung unterwegs, Klimalisten, klimaneutral bis 2030, weil die sagen, wenn man Paris, also das Abkommen von Paris zu Ende denkt, 1,5 Grad Ziel, wenn man das schaffen will, also nur noch 0,4 Grad mehr, dann müsste bis 2030, müsste der Globus quasi klimaneutral sein und wir müssen bis dahin in Deutschland auch klimaneutral sein. Und ich sage mal ganz offen, das können wir klicken. Ja, das ist unrealistisch. Das tut mir zwar leid, das so zu sagen, auch dann den jungen Leuten. Ich will gar nicht beschreiben, was das bedeutet. Ich sage jetzt mal nur, 2035 klimaneutral bedeutet 1,7 Grad. Und was hier abgebildet ist, 2045 ist das Klimaszenario der Bundesregierung. Dass wir 2045 klimaneutral sind. Und das ist, kann ich sagen, das wird meine Kollegen vom Wuppertal-Institut bestätigen, das ist ein sehr optimistisches Szenario. Da muss schon also richtig viel passiert sein. Da dürfte zum Beispiel ab dem nächsten Jahr keine Heizung mehr mit Öl oder Gas saniert werden, mit Öl oder Gas, sondern nur noch mit erneuerbaren Energien.
Schon ab dem nächsten Jahr. Das ist nur ein Beispiel. Also es ist eine kolossale Herausforderung und dann hat sich die Erwärmung auf 2,2 Grad verdoppelt. Das sind die Tatsachen, die wir uns stellen müssen und ich gebe ganz ehrlich zu. Seit 30 Jahren befasse ich mich jetzt mit Klimaschutzpolitik. Und ich habe das irgendwie ganz gut verdrängt und dachte, ja, ich tue, was ich kann, mehr geht nicht, aber es ist wirklich dringend. Ja? Und die Friday for Future-Bewegung und die ganzen jungen Menschen, die sich jetzt engagieren, oder auch ältere Menschen, die es jetzt tun, weil klimaneutral bis 2030, die tun das wirklich mit Fug und Recht. Und deswegen ist es auch so angemessen, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das ist ein Eingriff in die Freiheitsrechte der zukünftigen Generationen, wenn wir so weitermachen. Jetzt habe ich schon wieder einen halben Vortrag erzählt, aber es geht ja eigentlich jetzt richtig los. Entschuldigung, also so geht es nicht weiter, sonst kommt meine Zeit nicht aus. Das letzte Jahr haben wir schon wieder mehr CO2 emittiert als im Jahr davor. Das zeigt schon mal, wie schwer es überhaupt ist, dieses Ziel mit 2030 zu erreichen. Und für diejenigen, die jetzt sagen, ja, die Chinesen sind das Problem, die emittieren also die CO2. Deutschland, genauso wie alle anderen Länder, müssen dazu kommen, dass pro Person die CO2-Emissionen auf 1,5 Tonnen verringert werden, im Schnitt. Wir liegen gerade in Deutschland ungefähr bei 10 Tonnen. Also, selbst wenn ich jetzt alles versuche umzusetzen, kein Fleisch esse, kein Auto habe und so weiter, nicht fliege, komme ich immer noch auf mindestens 5 Tonnen. Also 1,5 bis 2 Tonnen, also da muss ich schon wie Diogenes in die Tonne ziehen, um dieses Ziel zu erreichen. Das zeigt, wie ambitioniert das ist. Und das heißt aber auch, die Chinesen, die gerade 7 Tonnen im Mittel emittieren, ja, auch die müssen stark reduzieren. Das ist eine gigantische Herausforderung, sie gilt aber für alle. Und hier nochmal zum chinesischen Problem. Natürlich emittiert China gerade jetzt viel CO2 mit 1,4 Milliarden Menschen, nicht? Aber historisch betrachtet ist deren Verantwortung an der Klimaerwärmung sehr, sehr klein. Und erst vor 2 Wochen hatte ich eine Veranstaltung, wo hinterher wieder jemand sagte, ja, aber Deutschland emittiert doch nur 2% der weltweiten Emissionen. Was bringt das denn, wenn wir hier was machen? Das sagen natürlich 100 andere Staaten auch und dann passiert eben halt nichts. Und jetzt für den Buch Schluss mit der Ökomoral. Das ist natürlich ein provokativer Titel. Ohne Moral, ohne Wertvorstellung, werdet ihr gar nicht hier. Das ist natürlich die Grundlage für eine Klimaschutzpolitik, wie wir sie jetzt schon haben. Weil die Menschen das tragen oder wollen. Moral ist also sehr wichtig. Aber Moral reicht nicht aus. Wir wollen all das Richtige. Wir wollen das Richtige tun. 90% der Bürgerinnen finden Klimaschutz sehr wichtig. Sagen Umfang. Aber an den Flughäfen im Sommer sehen wir dann immer, wie gut es uns gelingt, das zu tun, was wir für richtig halten. Die Flugverkehrszahlen nehmen ständig zu. Über 90% der Bürgerinnen sind laut Befragung bereit, deutlich mehr Geld auszugeben für Fleisch aus artgerechter Tierhaltung. Ja, das ist das, was die Menschen wollen. Artgerechte Tierhaltung sind bereit. Ne? Die Realität sieht aber so aus, die Leute geben 1,2 Milliarden Euro aus für Grillgeräte und 350 Millionen Euro für Biofleisch. 2% bis 3% der Bürgerinnen kaufen Fleisch aus artgerechter Tierhaltung. Das ist leider die Realität, wir kaufen für die Leute verkaufen für 800 Euro einen Grill und legen dann die Bürste von gut und günstig drauf. 80% der Bürgerinnen wünschen sich weniger Autos in der Stadt. Tja, ist tatsächlich so. Aber wir sehen, offenbar ist ja keiner bereit, den Wagen stehen zu lassen. Weil es sich einfach so blöd anfühlt, wenn ich verzichte und alle machen einfach weiter wie bisher. Die Zahl der Personenkraftwagen, der Fahrzeuge nimmt ständig zu. Es passiert in beiden Teilen genau das Gegenteil von dem, was wir uns wünschen. Und auch die Einstellung zu Fair Trade, also 90% Zustimmung, der Marktanteil liegt bei 3% und die Leute kaufen doch sehr viel Next und Top, zum Beispiel Textil. Und was ich selber erlebe, ist, dass Moralisierung auch demotivieren kann. Ich sagte mir ein Kollege am Buffet, als Veganer fällt man immer auf, kommt man sofort in Diskussion. Und am Ende der Diskussion läutet dann der Vorwurf, ja, aber deine Schuhe sind ja immer noch lieber. Und von mir wird auch das öko-perfekte Leben erwartet. Nach dem Vortrag sagte zu mir jemand, hey, guck mal, stimmt das, dass Sie im Sommerurlaub einen Camper verbracht haben? Also, dass ich Auto gefahren bin?
Ich muss alles korrekt machen. Neulich war ich im Aldi und treffe ich eine Freundin und sage, Michael, du hier im Aldi? Mir war es ja schon voll peinlich. Hab mir schon eine Ausrede konstruiert. Ja? Und ja, auch ich bin manchmal beim Aldi. Ich mache nicht alles 100% korrekt. Sehr vieles, ich habe kein eigenes Auto, fliege, bin viermal in meinem Leben geflogen, aber halt nicht 100% korrekt. Und das ist denn, das ist die Moralisierung, die einen auch fertig macht, die schikanös sein kann. Und das gibt es denn daran, wenn den Friday for Future Demonstranten vorgeworfen wird, dass sie ja schon mal geflogen sind oder vielleicht auch noch mal fliegen werden. Was denn ja so viel heißt, wer schon mal geflogen ist, hat das Recht verbirgt, an einer Demonstration für den Klimaschutz teilzunehmen. Und dann, ja, was soll da noch sein? Da braucht keiner mehr irgendwas machen. Und ich behaupte hier das Gegenteil. Die ideale Kompensation für einen Flug ist, an einer Demonstration gegen den Ausbau eines Flughafens teilzunehmen. Ja, das ist die ideale Kompensation. Wenn man sich jetzt mal hochrechnen würde, für die Leute demonstrieren, ich komme ja nochmal auf das Warum tun die Menschen nicht denn das, was sie für richtig halten? Dafür gibt es viele Gründe, auf die ich hier nicht eingehen kann. Der Vortrag ist so schon lang genug. Aber auf eins hier, Gier und Neid. Wir haben einfach eine innige Lust nach immer mehr. Das ist ja geradezu faszinierend. Ein Symbol ist da für mich dieses geländegängige Fahrzeug, 2,5 Tonnen Material, in der Regel nur einen Menschen zu transportieren. Ich würde mal sagen, auf geteerten Straßen ein entbehrliches Produkt. Hier geht es natürlich um weit mehr als das Vorwärtskommen von A nach B. Und das hat mal jemand auf dem Wagen aufgegeben. Eine Penisvernährung wäre klimafreundlicher als hier angebaut. Das hat mich köstlich amüsiert. Schon ein paar Jahre her, dass ich das fotografiert habe. Und das war immer nachher bei Vorträgen. Das ist immer gut, nachher bei Vorträgen, das lockert auf und ist gut für die Stimmung. Aber mir ist erst seit ein, zwei Jahren so klar, hier hat jemand Zivilcourage besessen. Er hat gesagt, das ist nicht okay. Und tatsächlich, Autos würden heute im Schnitt nur halb so viel verbrauchen, wenn das Gewicht nicht so zugenommen hätte. Das ist also ein ökologisches und klimapolitisches Dilemma. Und insofern ist es eine Form von Guerilla-Marketing. Und wer mitmachen will beim Guerilla-Marketing, für den gibt es diese Sache hier in Form dieses Aufklebers, kann er sich ja nicht abholen. Steht drunter, Kinderhafen für ihre Eltern. Leg die mal hier hin. Alles wird immer größer. Unsere Wohnungen zum Beispiel werden immer größer. Jeder hat mehr Wohnfläche zur Verfügung. 1995 hatten wir 80 Millionen Einwohner. Das war 2015 immer noch so. Aber in der Zeit haben wir 6 Millionen zusätzliche Wohnungen. Weil sie immer größer werden, ist zusätzliche Fläche, die bereits werden muss, Beton, die hergestellt werden muss. Und das ist eines der größten Probleme jetzt beim Klimaschutz überhaupt. Das sind die unteren hellblauen Säulen, die zeigen, dass der Raumwärmebedarf nicht zurückgeht. Obwohl Häuser immer effizienter werden, obwohl Gebäude saniert werden, geht der Wärmebedarf nicht zurück. Und das liegt am permanenten Wachstum. Wachstum kompensiert die Effizienz. Und das gilt in ganz vielen Sektoren. Und das ist die Herausforderung überhaupt beim Klimaschutz. Und es gibt so viele Produkte, die ich hier gar nicht aufhören will mehr. Aber solche Bilder zum Beispiel, das ist im Prinzip ist das ein riesiger Fernseher, den man jetzt als Bild benutzen kann. Ich sage mal, es gibt nur eine Grenze. Aber solange die Leute es bezahlen können, also alles das, was die Menschen bezahlen können, werden sie tun. Jetzt kann man sich fragen, geht noch mehr? Ja, auf jeden Fall. Weltraumtourismus. Wer es sich leisten kann, tut es. Reifvolumen, warum nicht? Durch Amerika in Minuten. Und das Flugtaxi ist eine realistische Perspektive. Die Unternehmen sondieren jetzt schon Landeplätze in verschiedenen Städten. Die Bösuch haben sie mit Sicherheit auch schon gemacht. Die wollen 2050 loslegen, vielleicht werden es ein, zwei Jahre später. Und dann wird man den Leuten erzählen, wie praktisch das alles ist und dass das gut ist für den Klimaschutz und so weiter und so fort. Das Beste wäre, es gäbe es gar nicht. Ja, wir würden es einfach lassen. Ich sage das gleich noch zweimal. Es geht ganz oft besser, darum etwas besser zu lassen, als es besser zu machen. An dieser Stelle. An dieser Stelle wäre es besser, es zu lassen. Denn, jetzt kann man sich fragen, es wird dafür mit Ökostrom und tollen Batterien betrieben, hilft alles nichts. Nur ein Argument,
wie das ganze Tal. Auch das Flugtaxi führt zu Beschleunigung. Und Beschleunigung führt immer zu mehr Verkehr. Wir sind heute genauso lange unterwegs wie zur Zeit der Postkutsche. Das ist die Tragik unserer Mobilität. Die Distanz, die wir zurücklegen können, haben sich immer weiter verlängert. Aber die Zeit, die wir Mobilität investieren, liegt im Schnitt pro Tag bei 80 Minuten. Und zwar ist das schon seit 100 Jahren und es ist interkulturell so. Selbst die Wasserträger in Afrika investieren ähnlich Zeit in Mobilität wie wir. Natürlich variiert das, aber im Mittel liegt es da. Fragen Sie mich nicht, warum das so ist, ja? Aber offenbar kalkuliert der Mensch es durch. Aber die Distanz, die wir zurücklegen, deswegen führt jede Straße, die zur Beschleunigung führt, auch im Endeffekt dazu, dass der Verkehr zunimmt. Und jetzt habe ich Ihnen didaktisch erklärt, warum mehr Straßen immer zu mehr Verkehr führen. Das sagen ja viele Grüne, aber die können es nicht erklären. Jetzt wisst ihr es. Jetzt kann man hier fragen, hast du genug? Wer braucht noch mehr Luxus? Und wahrscheinlich gibt es hier keine Ahnung, also den Ahnung, außer vielleicht ein paar Studierende, kann man ja verstehen. Das ist ein Kunstprojekt, das hat mir und meine jüngere Tochter bereits gemacht, für den Kunstunterricht. Und hier ist eine ganz einfache Botschaft, die Zufriedenheit und der Wohlstand, also die Zunahme an materiellen Gütern. Das ist durch den sozioökonomischen Pendel alles hinterlegt. Mittlerweile, seit den 70er Jahren, sind wir viermal so wohlhabend, können uns viermal so viele Dinge kaufen, können viermal so weit verreisen. Eigentlich geht es uns materiell immer besser, aber die Lebenszufriedenheit, die ist auf gleichem Niveau geblieben. Denn die Frage, wie glücklich bist du auf einer Skala von 1 bis 10, da kann man nun mal nicht mehr ankreuzen als 10. Man kann nicht glücklicher sein als glücklich. Und wenn das so ist, und das ist unumstritten, dann ist natürlich die berechtigte Frage, warum muss eigentlich alles immer mehr werden und warum schuften wir uns so? Das ist eine ganz spannende Frage, mit der sich die Ökonomen in der Regel gar nicht befassen. Und das ist natürlich die Schlüsselfrage, mit der man sagen kann, ja, wie können wir dieses immer mehr vermeiden? Und warum machen wir das denn? Ja, zum Beispiel, weil die Werbeindustrie pro Jahr 34 Milliarden Euro ausgibt, damit wir uns genau die Dinge kaufen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Zum Beispiel mit solchen Werbespots, auch wenn Sie der Weg zum Bäcker selten beim Bergpass führt, kann man sich ruhig im Gelände wagen können. Es gab Zeiten, da musste man den Leuten auf den SUV schmackhaft machen. Und was ich liebe, sind diese Anzeigen vom Greenpeace Magazin immer auf der letzten Seite, so Fake-Anzeigen. Diese hier, langes Wochenende, kurzes Klimakälte. In Anspielung von der Lufthansa-Anzeige. Oder wie dieses hier, sehr satellitisch, Air und Airbnb. Solche Gegenanzeigen, das würde ich mir wünschen, mal kurz vor der Tagesschau. Ein Slogan der Öko-Routine könnte man nennen mit bezeichnen als I will if you will. Ich mache mit, wenn du mitmachst. Und wenn das sehr gut erklären konnte, oder unbewusst erklärt hat, war mein ehemaliger Kollege Hermann Ott, der war für die Grünen im Bundestag und er fährt gerne schnell Auto, ich habe es selbst erlebt. Und er findet dieses Gefühl, auf der Autobahn permanent überholt zu werden, wenn er selber nur 120 fährt, weil er so unerträglich. Deswegen ist er für das Tempolimit. Wenn die anderen auch mitmachen, dann fühlt sich das gleich viel besser an. Und darum geht es bei mir, dass es sich besser anfühlt, das Richtige zu tun. Die Rahmenbedingungen müssen so sein, dass es sich gut anfühlt, das Richtige zu tun. Und darum komme ich dann immer wieder darüber zu sprechen. Was sind denn Routinen? Routinen erinnern sich sehr schwer, das zeigen neurologische Untersuchungen. Sie sind kognitiv sehr tief verankert. Und Gewohnheiten ändern sich auch sehr schwer. Aber es geht. Als ich 14 war, war es etwas ganz Normales, wenn Eltern im Auto geraucht haben, hinten saßen die Kinder drin. Heute gilt das fast als Körperverletzung. Vieles hat sich verändert seitdem, aber es kam gar nicht von alleine. Die Menschen waren bestens informiert über das Rauchen. Und nicht nur damals, auch heute sagen Raucher, mein Opa ist auch 85 geworden. Wir sind perfekte Verdrängungsmittel. Deswegen ist Klimapolitik, ja, das ist kein Bedrohungsszenario, weshalb jemand sein Verhalten verändert. Ja.
Da machen wir uns mal nichts vor. Jetzt hat man Tabak nur teurer gemacht, weil die Kampagne immer aggressiver gestaltet, bis hin zu den Schockbildern auf den Verpackungen. Ich hätte damals nicht gedacht, dass so etwas möglich ist. Dann hat man die Werbung immer weiter zurückgefahren. Es darf nicht mehr beworben werden. Jetzt mittlerweile auch nicht mehr im öffentlichen Raum. Nach Rumänien war das letzte Land in Europa, was die Werbung für Tabak im öffentlichen Raum unterbunden hat. Und analog übrigens wäre keine Werbung mehr zugelassen im Fernsehen für PKWs, die mehr als 120 Gramm CO2 emittieren. Das wäre immer eine Maßnahme. Man muss natürlich da ansetzen, auch bei der Werbeindustrie. Traut sich momentan noch keiner, aber kann ja noch kommen. Und das Vierte, in den Gaststätten wird nicht mehr geraucht. Und all diese Veränderungen der Rahmenbedingungen der letzten 20 Jahre demokratisch legitimiert, hat eine, ich sag's mal akademisch, soziale, kulturelle Transformation ausgelöst. Eine Veränderung unserer Gewohnheiten und Selbstverständlichkeit. Und das zeigt, wie gut systemische, strukturelle Veränderungen daran mitwirken können, dass wir die Dinge schaffen, die wir schaffen wollen. Jetzt kann man dieses Konzept, diese Grundidee, kann man in ganz viele Bereiche übertragen und Politik handeln bereits. Beispielsweise gibt es Standards für den Energiebedarf von neuen Gebäuden. Die Leute machen immer nur das und die Bauherren, was der Gesetzgeber vorschreibt. Und seit 1978 gibt es eine Vorschrift. Und diese Norm, wie hoch der Energieverbrauch sein darf, die hat man immer weiter verschärft. Ich nenne das Standards. Die FDP würde vielleicht von Verboten sprechen. Aber Standards hat eine positive Konnotation. Und das ist ja im Prinzip immer eine Maßnahme, die sich amortisiert für die Bauherren. Seit 2021 ist EU-weit in der Richtlinie das Null-Energiehaus die Vorgabe. Deutschland hadert damit noch. Ja. Aber das ist so die Richtung, in die es jetzt geht. Und das ist extrem wichtig. Ein Beispiel. Meine Kollegin aus der Abteilung für Klimaschutzpolitik hat für 400.000 Euro ein Haus gebaut vor 10 Jahren. Und da sie nun aus der Abteilung für Klimaschutzpolitik ist, dachte ich, naja, eigentlich eine überflüssige Frage, hast du denn eine solare Warmwasseranlage installiert? Da sagte sie, nee, dafür fehlt am Ende das Geld. Ja. Das ist die Realität. Ja. Die haben natürlich auch 30.000 Euro für die Badkeramik ausgegeben, nochmal 30.000 Euro für die Küche und am Ende fehlt das Geld für die Solaranlage. Wenn sie heute ihr Haus bauen würde, würde sie automatisch diese Anlage installieren, weil das halt der Standard ist. Und dann wäre sie ganz froh, dass sie das gemacht hätte und würde seinen Nachbarn zeigen. Diese Idee der Standards wird mittlerweile in vielen Bereichen übertragen. Beispielsweise auch für den Pkw-Bereich. Die Europäische Union schreibt vor, wie viel CO2 die Flotte eines Herstellers im Mittel emittieren darf. Das war anfangs 130 Gramm, jetzt 95 Gramm. Und man sieht, hier ist ein Fahrplan angelegt. Jetzt 2030 sollen 60 Gramm sein. Ab 2035 ist jetzt politische Beschlusslage Null Emissionen. Meine Idee wäre natürlich gewesen, Null Emissionen 2030. Aber ich freue mich natürlich, dass hier diese Grundidee verfolgt wird. Und es hat zwei ganz große Vorteile. Der eine ist, was für ein Auto die Menschen kaufen, groß, klein, Familienauto, Angeberauto, das ist gar nicht so entscheidend. Wir tun das richtig, ohne uns kaufen ein klimafreundliches Auto, ohne uns bewusst dafür zu entscheiden. Und das andere, der zweite große Vorteil ist, wie die Ingenieure dieses Ziel umsetzen, diese politische Vorgabe, die ja EU-weit gilt und sich international auswirken wird, wie das bei anderen Dingen auch der Fall war. Wie die Ingenieure dieses Ziel erreichen mit Bioethanol oder Elektromobilität, das sage ich mal mit Christa Lindner, das überlassen wir den Profis. Und das ist viel effektiver, als wenn ich versuche, über Preise die Leute zu motivieren, lieber von ihr ins Auto zu kaufen. Das werden dann nur diejenigen machen, die wenig Geld haben. Sondern ich erreiche administrativ sozusagen 100% das Ziel und weiß auch, wo ich entstehe im Jahr 2035. In der Ernährung mache ich genau das gleiche. Ich erhöhe die Standards schrittweise. Das ist hier sehr zögerlich. Auf jeden Fall das Beispiel. Ein Legehuhn beispielsweise, also da tut sich einiges bei den Tierhaltungsstandards. Ein Legehuhn hat heute doppelt so viel Ausläuferfläche wie im Jahr 2003. Das haben die Kunden gar nicht mitbekommen. Das ist halt meine Botschaft. Ja. Wir verändern die Produktion und versuchen nicht über Informationen und Kampagnen dazu
die Menschen dazu zu bringen, andere Produkte zu kaufen, damit dann die Produktion sich ändert. Weil wir ändern die Produktion, die Laden, die Dinge, die im Supermarkt gekauft werden können, sind nachhaltiger. Das sind systemische, strukturelle Veränderungen und damit erreichen wir die Ziele viel schneller, als das sonst möglich wäre. Übrigens, ich hatte früher auch andere Ansichten dazu, dass man Leute informiert und dann tun alle irgendwie, das klappt auch nicht rein. So, übrigens, die Landwirte, habe ich ja gedacht, das sind meine größten Gegner. In meinem Moment war die Veranstaltung, da dachte ich, da gehe ich jetzt in die Höhle des Löwen. Das war aber gar nicht so, weil, wenn ich gesagt hätte, das machen wir EU-weit, der europäische Markt, also ich bin zum Beispiel bei Mercosur oder TTIP, würde ich immer sagen, die Standards an der Landwirtschaft müssen von allen Importeuren eingehalten werden. Und dann haben die nämlich damit gar kein Problem. Wenn die Spanier und Portugiesen alle die gleichen Vorgaben einhalten müssen, dann ist das ja wettbewerbskonform, ja, und tragfähig. Und das scheint auch zum Beispiel der Chef von Kopf von Aldi Süd so zu sehen. Der sagt, er kann sich höhere Standards, er würde Gesetze begrüßen, höhere Standards in der Tierhaltung, am besten EU-weit. Das war ein halbes Jahr, nachdem die Öko-Routine erschienen hat, da habe ich gedacht, der hat bestimmt das Buch gelesen. Hat er wahrscheinlich nicht, aber trotzdem sind Leute da, die Botschaften hören und das ist das Interessante. Mittlerweile geht die Branche teilweise schneller voran. Ich sage mal, zur Zeit von Julia Klöckner war die Branche mittlerweile schon weiter als die Ministerin. Und in der Produktion kann man das Ganze in vielen Bereichen genauso machen. Wird noch so die Union hat ja vorgegeben, ich sage mal, diese Sparlampenverordnung, die war damals sehr umstritten. Aber das hat dazu geführt, dass die Idee nicht durchgesetzt hat. Da redet heute keiner mehr davon. Und genau solche Vorgaben wünsche ich mir zum Beispiel auch für Waschmaschinen. Ich wünsche mir eine Garantie von 10 Jahren für Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen und Kühlschränke. Diese Produkte, die eigentlich mal sehr lange gehalten haben. Und bei den Waschmaschinen sehen wir hier einen Hersteller, der zeigt, dass es geht. Ja, diese Geräte werden ja für 20 Jahre getestet, eine Ersatzteilgarantie von 20 Jahren. Und da kann ja keiner sagen, das geht nicht. Ja, und dann würde ich auch sagen, lass uns das zur Norm machen. Und dann würden die Geräte auch wieder so lange halten. Und deswegen wünsche ich mir eine Garantie von 10 Jahren. Und theoretisch, ja, durch Standard wäre es möglich, das Verformen, das reparaturfähige Handy zur Norm zu machen. Und dann wünsche ich mir eine Garantie von 4 Jahren statt 2 Jahre. Und jetzt machen wir mal ein Gedankenbeispiel. Die Nutzungszeit erhöht sich von 2 Jahren auf 4 Jahre im Durchschnitt, würde bedeuten, dass der Ressourcenverbrauch für Handys sich halbiert. Das ist eine ganz einfache, kolossale Maßnahme. Ich liebe so einfache Vorschläge. Jetzt kann man sich fragen, was sagen denn die Manager dazu? Was sagt die Wirtschaft dazu? Hier ist eine Studie von den Vereinten Nationen. Und da war eine Frage, hier wurden Fragen gestellt an 1000 CEOs weltweit, also Konzernchefs. Und eine Frage lautete, was muss geschehen für mehr Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen? Und da sagen wir knapp 80% dieser Top-Manager für mehr Nachhaltigkeit brauche ich radikalere Vorgaben der Politik. Ich finde es sehr faszinierend, dass diese Manager, anonym gefragt natürlich, sich strenge Vorgaben wünschen von der Politik. Aber das liegt daran, weil kein Unternehmer einfach beliebig hohe Standards festlegen kann für sich, dann wird das Produkt etwas teurer und dann kaufen die Leute in der Konkurrenz. Ich kenne Unternehmer, die damit fast pleite gegangen wären. Und deswegen wünschen sich viele Unternehmen, dass Politik die Vorgaben macht. Und Politik braucht deswegen auch gar keine Angst haben. Sie tun damit genau das, was notwendig ist. Jetzt komme ich zu meinem Lieblingsthema Verkehr. Hier haben wir nämlich eines der größten Probleme beim Klimaschutz. Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, weil es nicht anders geht, dass bis zum Jahr 2030 die CO2-Emissionen im Sektor Verkehr sich um 40% verringern. Also unser Bundesverkehrsminister muss jetzt irgendwie dafür sorgen, und zwar schon seit 5-6 Jahren, dass dieses Ziel erreicht wird. Eigentlich wird, ich sage natürlich nichts, nur eins, bisher wurde erreicht, 0%. Seit 1990 hat sich CO2 im Sektor Verkehr um 0% verringert. Das liegt vor allem an den Wachstumseffekten, weil die Autos immer schwerer wurden und weil Lkw-Verkehr immer mehr wurde.
und die Strecken, die wir mit den Autos zurücklegen, sich immer mehr verlängert haben. Es ist ein kolossales Problem. Und jetzt zum einen meiner Lieblingsvorschläge, nämlich wieder die Unterlassung. Beim Bereich Fliegen, da gibt es, ja für alles, ich kenne viele Szenarien, Klimaschutzszenarien, bis 2045 klimaneutral, ihr erinnert euch an die eine Grafik. Und da ist zum Beispiel hinterlegt, dass dafür notwendig ist, dass der Flugverkehr nicht weiter wächst. Das sollte man ja annehmen, ist ja machbar, also ich rede jetzt hier gar nicht von Verzicht, sondern dass wir nicht weiter wachsen. Was müsste nun unser Bundesverkehrsminister dafür tun, damit dieses Ziel erreicht wird? Nichts. Wenn er nichts tut, dann könnte, es dürfte ihm nicht so schwer fallen, dann würde der Flugverkehr nicht mehr wachsen. Denn wenn keine weiteren Start- und Landebahnen mehr gebaut würden und wenn die Flugsicherungsbehörde keine weiteren Slots vergibt für Start und Landung, könnte der Flugverkehr nicht wachsen. Ist das nicht faszinierend einfach? Ich liebe diese einfachen Vorschläge. Und deswegen nochmal, es geht ganz oft darum, etwas besser zu lassen, als es besser zu machen. Ja, und das müsste unser Bundesverkehrsminister Wissing heißen, ne? Bitte? Das ist richtig, ja. Ich denke mal, ein Wissmann, aber ist ja da. Das ist die Emilia, die ich jetzt hier mal präsentiere. Die war, wie hieß es nochmal, wo war die? Jamaika. Was? Jamaika, ne? Jamaika. Die kam dann an und sagte, ob sie überhaupt fliegen sollte, nicht aus moralischer Perspektive. Natürlich wollte sie heute den Flug finanziert bekommen, aber sie wollte heute mal das moralische okay. Und darum geht es eben nicht, dass alle verzichten und vor allem nicht verzichten, weil der Vater solche Vorträge hält. Emilia kann natürlich, junge Leute können auch fliegen, aber es muss natürlich alles in einem Rahmen bleiben. Und wie soll man selber sich in dem Rahmen kümmern? Und das würde alleine schon dadurch erreicht werden, indem keine weiteren Landebahnen mehr gebaut wird. Es geht nicht darum, dass jeder sich selber durchreglementiert, sondern dass die strukturellen Rahmenbedingungen stimmen. Hier noch ein kolossal einfacher Vorschlag. Ich schlage vor, und mittlerweile ist das sogar bei den Grünen in der Diskussion, kein weiterer Straßenbau. Kein Ausbau, keine Bundesstraßen, kein Ausbau von Autobahnen. Das führt nur dazu, dass der Verkehr zunimmt, führt nur dazu, dass Amazon und Zalando und Rewe und Lidl noch mehr Produkte in LKWs transportieren können. Die Straßen sind in kürzester Zeit wieder verstopft. Ich hatte das beschrieben. Die Beschleunigung, die mehr Straßen führt immer zur Beschleunigung. Und hier ist eine Grafik. Bitte nicht weiter sagen, die ist top secret. Offenbar kennt sie niemand im Bundesverkehrsministerium, das ist die Staulänge in Deutschland. Hier ist sie seit 2002 vervierfacht. Die Abermilliarden, die seitdem in Straßenausbau investiert haben, haben also nicht dazu geführt, dass das Problem von den Städten gelöst wird. Und das muss man sich auch mal vor Augen halten. Wenn ich jetzt hier was zu sagen hätte, würde ich auch keine weiteren, also zum Beispiel in Würzburg, kein weiteres Logistikzentrum mehr belegen. Auch das führt nur zu mehr Verkehr. Und das macht die Welt nicht besser. Das macht die Menschen gar nicht glücklicher, wenn die Produkte noch schneller geliefert werden. Nicht nur am nächsten Tag. Übrigens, ich erinnere mich noch daran, dass Produkte am übernächsten Tag geliefert worden sind. Da war man schon froh. Ja, heute sollen die Sachen noch am selben Tag geliefert werden. Und deswegen gibt es immer mehr Logistikzentren. Ich sage auch hier, lasst es einfach besser. Und jetzt habe ich einen kleinen Videoclip mitgebracht zum Thema. Also ich sage mal so, wir haben nur 40 Jahre unsere Städte autogerecht gemacht. Jetzt geht es darum, dass sie wieder menschengerecht werden. Und ich nehme auch hier in Würzburg so wahre Andeutungen davon wahr, dass man sich mit diesem Thema jetzt auseinandersetzt. Und hier sind so ein paar Inspirationen. Oh,
Ja, wer keine Vision hat, der soll zum Arzt gehen. Wir brauchen Menschen mit Visionen und das sind genau die, die Veränderungen auf den Weg bringen. Der Bürgermeister von Zau, ja, der mit diesem krassen Beispiel, der diese ganze Autobahn dafür gesorgt hat, dass einfach demontiert war, da haben natürlich ganz viele gesagt, das geht nicht. Und der hat sich verhalten wie jemand, der das nicht wusste und hat es einfach gemacht. Und dann hat es trotzdem geklappt. Ich sage dazu nichts weiter, weil da kann man natürlich verkehrswissenschaftlich vieles dazu erklären, warum das so ist. Strukturen bestimmen Mobilitätsroutinen. Tempo 30 ist so eine Maßnahme, die immer wieder belächelt wird und wo man sagt, das geht nicht. Ja. Wenn man Berlin hat eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 17 km/h, also würde ich mal sagen, 30 km/h wäre gerade zu einer Beschleunigung. Würde sogar einen Teil zur Beschleunigung führen. Aber das andere, die zwei wichtigsten anderen Sachen daran sind, Tempo 30 statt 50 in meiner Straße führt dazu, dass er im Funken ernährt, sich halbiert. Das ist eine Maßnahme, die nichts kostet und einen kolossal positiven Effekt hat für Lärmminderung und für Gesundheitsförderung. Und das andere ist, durch Tempo 30 halbiert sich der Bremsweg. Und das bedeutet mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Und deswegen appelliere ich an den Bund, es den Städten zu überlassen, wo sie sagen, dass sie sagen können, hier wird 30, hier wird 50 gefahren, weil momentan ist den Städten das nicht erlaubt, selber darüber zu entscheiden. Das würde ich mal sagen, ist wirklich liberale Politik, den Kommunen das wenigstens selbst überlassen, wo das wie gehalten wird. Jetzt gibt es eine Verpflichtung, die zu solchen Dingen führt, die Stellplatzsatzung. Wahrscheinlich gibt es sie hier und auch in Würzburg. Viele Städte haben sie mittlerweile reformiert oder abgeschafft. In meiner Heimatstadt haben sie es mittlerweile auch geschafft. Hier ist die, ich sag mal, haben schon fast gesagt, die Wohnfläche in der Garage ist größer als die vom Haus. Und das kommt aus der Reichsgaragenverordnung. Seitdem, also man hat die Leute gezwungen, einen Parkplatz, ich meine 1939, da konnte sich noch niemand ein Auto leisten, aber man musste schon einen Parkplatz bereitstellen an dem Wohnhaus. Und das sind Strukturen, die geschaffen wurden, damit die Automobilität zur Routine wurde. Und wenn man jetzt versucht, das wieder zu derangieren, dann gibt es natürlich sehr viele Widerstände, denn der Reformer hat alle zum Feind. Selbst die Profiteure der neuen Ordnung sind nur lauwarme Befürworter. Hat Machiavelli mal klar gehört. Nun, ich schwätze schon wieder zu viel, ich muss jetzt hier durchziehen. Ich habe eine Freundin gehabt, die ich überredet habe, mit dem Bus zu fahren. Das war so ein bisschen im ländlichen Raum und dann hat sie sich wirklich überreden lassen und hetzt von der Arbeit zur Bushaltestelle im strömenden Regen auch noch. Und dann kommt der Bus 10 Minuten zu spät. Und dann steht die am Regen und gab noch nicht mal ein Bushäuschen. Und ich sag mal, die fährt die nächsten 5 Jahre natürlich nicht mehr mit dem Bus. Da war das Ticket noch ziemlich teuer, und da gab es kein 9-Euro-Ticket. Und warum kam der Bus zu spät? Weil der halt mit den anderen Autos im Stau gestanden hat. Und ja, dann war er einfach zu spät. Viel Verkehr kommt, der Bus ist zu spät. Und dann hat keiner Bock mehr, Bus zu fahren. Und jetzt gibt es immer mehr so kleine Busspuren. Beschleunigungsmaßnahmen, Anpendeln und so. Also manche Städte machen das, manche trauen sich nicht, weil das bedeutet ja auch eine Benachteiligung des Autoverkehrs. Aber wie wirksam das ist, das kann ich wunderbar meinem Onkel berichten, der ist immer mit seinem Auto in die Stadt gefahren. Das waren so 6-7 Kilometer jeden Tag. Er ließ sich auch nicht davon überzeugen, mit dem Bus zu fahren. Dann hat die Stadt eine Busspur angelegt, über 2 Kilometer. Und dann staute sich der Autoverkehr, es war nur eine Autospur übrig geblieben und der Bus zog an ihm vorbei, der war ja richtig sauer. Hat sich beschwert, hat sich aufgeregt. 2 Wochen später oder 3 Wochen später saß er in dem Bus. Und dann hat er sich gefreut, dass er schneller ist als die anderen. Und deswegen sage ich, es muss sich besser anfühlen, das Richtige zu tun. Ja, Strukturen ändern Verhalten. Und deswegen ist es auch so maßgeblich, wie teuer PKW-Plätze sind oder wie gut sie verfügbar sind. Ja, wir haben die Städte so gebaut, dass das Auto die Routine ist. Und wenn man das ändern will, muss man daran drehen. Nur den Busverkehr besser zu machen, würde nicht ausreichen. Gibt es ganz viele Untersuchungen dazu. Jetzt kann man sagen,
soll ich jetzt tatsächlich auf mein Auto verzichten? Im ländlichen Raum, sage ich mal schon so, nicht, das habe ich immer schon dabei, mit meinen Eltern im ländlichen Raum, das sind die Letzten, die auf ein Auto verzichten müssen. Aber ich sage mal, hier zum Beispiel in der Stadt Würzburg, das sind kurze Wege. Hier sind die Strukturen vorhanden. Ich kenne so viele auf meinem Freundes- und Bekanntenkreis, wo beide in der Stadt arbeiten, kurze Wege haben und trotzdem hat jeder sein Auto, auch die Ökos, ja? Machen wir uns nichts vor. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt sage, die Strukturen müssen stimmen. In den Städten stimmen die Strukturen. Es sind kurze Wege da, es gibt Radwege, es gibt Busse, man kann es kaum besser machen. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass die Menschen irgendwie, dass wir sie irgendwie dazu bringen. Denn doch auf das eigene Auto, ja tatsächlich, das eigene Auto abzuschaffen, denn es gibt eine Alternative. Sie nennt sich Carsharing. Und das mal auszuprobieren, das fällt anscheinend sehr, sehr schwer. Deswegen habe ich mir die Autoabschaffprämie ausgedacht. Ich habe schon zwei Projekte beim BMWF, also Bildung- und Forschungsministerium, beantragt. Bin da aber nicht durchgekommen. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht ist es in unserem Land noch zu unmöglich. Also ich sag mal, die Projektträger waren begeistert von meiner Idee, aber ich kann mir richtig vorstellen, wie es im Ministerium hochgewandert ist und dann irgendwann gesagt wurde, das kannst du nicht machen, den Leuten Geld geben dafür, dass sie kein Auto kaufen, ja, oder kein neues Auto kaufen. Hier war nämlich der Vorschlag, dass sie ein Jahr pausieren. Wenn ich also kein Auto, ein Jahr das ausprobiert habe, dann bekomme ich die Prämie und das kommt daher, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn die Leute erst mal ein Jahr neue Routinen eingeübt haben, also wie das mit dem Bus funktioniert, mit der Bahn und mit dem Carsharing, nach einem Jahr weiß man, wie das geht und dann bleibt man viel mehr bei der Alternative. Habe ich wirklich mit einem erlebt, den ich in der Bahn kennengelernt hatte, der in der Autobranche gearbeitet hat, der hat sich den Fuß gebrochen, wusste nicht mehr weiter und musste dann auf die Bahn wechseln für ein Jahr. Und nach diesem einen Jahr, sagt er, hat er festgestellt, es war völlig irre, was ich vorher gemacht habe. Er hat dieses Auto gefahren. Jetzt, wenn ich nach Hause komme, sind die Berichte geschrieben. Meine Arbeit ist fertig und ich habe Feierabend. Und da habe ich mich früher noch erschöpft an den Schreibtisch gesetzt. Deswegen meinte ich, auch wenn ich den Zug mal Verspätung habe oder ich den Umstieg verpasse, macht er das gar nicht. Ja? Es ist die beste Alternative, aber es war ihm vorher nicht klar. Und dieser Typ aus der Autobranche hat mich auf diese Autoabschaffprämie gebracht und neulich, ich schwätze zu viel, ich muss jetzt, neulich, das muss ich jetzt nochmal sagen, weil ich mich so darüber gefreut habe, ich werde ja manche nicht anstellen kennen vom ZDF, neulich wurde die Autoabschaffprämie sogar in dieser Anstalt erwähnt und dann freue ich mich, dass das jetzt vielleicht doch noch auf diesen Weg irgendwann kommt. Ich bin nämlich todsicher aus dem Paper vom Wuppertal-Institut rausgeguckt. Also man kann mit Parkraum eine Menge machen, zum Beispiel Fahrradstellplätze herstellen. Ich selber, wir haben bei uns in der Wohnung mit einem Carport und da wir gar kein Auto haben, ich hatte nie eins, obwohl wir Kinder haben und so weiter. Aus dem Carport haben wir erstmal einen Bikeport gemacht und vor dem Bikeport steht jetzt noch ein Carsharing-Auto. Ich habe dem Carsharing einfach gesagt, der Platz, den habe ich hier verfügbar. Und weil das eine Ecke war, weil es wenig Carsharing-Fahrzeuge waren, habe ich gesagt, gerne. Und jetzt haben wir sogar einen Carsharing-Wagen direkt vor der Haustür. Besser geht es. Nur ein Wort zur Wertschätzung, aber zum Thema Radverkehr. Alle kennen am Abschnitt, am Bahnhof diesen Abschnitt, den man vermeiden muss, wenn der Zug einfährt, also wenn man sowieso nicht drauf gehen soll. Und in ganz vielen Städten, ich vermute auch in Würzburg, gibt es solche Radwege, die man benutzen muss. Hier in dieser Situation kann ich den Bus berühren, wenn er mir vorbeifährt. Und rechts muss ich aufpassen, dass die Tür nicht aufklappt. Ja. Das sind Strukturen, die ausladen. Niemand fährt dort gerne Fahrrad. Niemand lässt seine Kinder dort fahren. Und das ist ein Radweg vorher und so sieht er heute aus. Das ist ein geschützter Radweg. Beides in derselben Stadt übrigens. Und das sind Strukturen der Wertschätzung. Das sind Strukturen, die einladen. Die ändern die Menschen ihre Routinen. Das können wir in Kopenhagen, Groningen, Zürich, in Barcelona, überall können wir das beobachten, dass dann die Menschen ihre Routinen verändern. Und das Fahrrad als Verkehrsmittel wird sowieso völlig unterschätzt.
wobei gewertet ist heutzutage. Viele machen da mit, ich auch mit unserem Anhänger. Da kann man alles Mögliche mit transportieren, aber wir mit unserem Anhänger, muss man sagen, leider wurde mir der gerade geklaut, aber nun. Was ich viel mache, oder was wir jetzt auch gerade gemacht haben, zu zweit, Bahn und Bike, so ein Klappfahrrad, das passt sogar in das Gepäckfach, und dann kann man vom Bahnhof einfach zack, zack, rüberhuschen zur Vortragsveranstaltung. Mein Motto bei dem Ganzen lautet, Burn, Fat, Not Oil. Johanna ist heute hier und die hat damals auch manchmal gestöhnt, meine ältere Tochter, warum müssen wir mit dem Fahrrad fahren? Nicht? Die anderen werden gebracht. Ne? Und da habe ich nicht gesagt, weißt du, das machen wir für den Klimaschutz und für die armen Kinder in Afrika. Ich habe gesagt, weißt du, Bewegungen tun uns gut. Ja? Wir tun uns damit selbst einen Gefallen. Ne? Also das zum Thema Moralisierung. Und ich selber mache es halt für die Fitness. Und das ist auch ein gutes Motto. Das Auto verbrennt Geld, macht Fett. Das Fahrrad verbrennt Fett, spart Geld. Und den Aufkleber habe ich mir mitgebracht, ich gehe jetzt mal rum. Kann jeder ein paar von nehmen, ich liege noch, wer keinen abgekriegt hat. Ich schicke auch noch welche nach, falls ich erzähle. Hier zum Thema Werbung. Es gibt auch gute Werbung wie diese hier. Man lernt ja schon früh, dass man der Stadt mit dem Auto nicht vorwärts kommt. Hier habe ich noch den Papst im Petto, nur so viel. Er hat mir aus guten Vorbildern nie so viel gemacht, weil es bringt nichts. Ich habe nie ein eigenes Auto gehabt, aber meine Nachbarn haben einfach nicht mitgemacht. Ja, vorbildlich gefolgt. Aber seit der Papst und vier Kunde bei den Vereinigten Zonen vorfährt, ich finde das voll krass. Ja. Hier ist ein Mann, der tut, was er sagt. Das finde ich faszinierend. Und dann denke ich, okay, wenn der das kann, dann müssen es auch unsere Spitzenpolitiker können und alle Bürgermeister und Landtagsabgeordneten. Ich überspringe das mal, das sind hier Beispiele für Standards. Nur eine Sache beim Thema Wohnraum. Ich habe ja beschrieben, dass ein Problem ist, dass Wohnraum immer mehr wird. Es liegt unter anderem daran, klar, mehr Single-Haushalte, es liegt aber auch daran, dass Menschen wie ich dann ein Familienhaus haben und dann sind die Kinder ausgezogen, ja, und dann ziehen die Alten nicht aus den Häusern aus, ne, wenn die Kinder schon längst raus sind. Also stellt sich die Frage, wie kriegen wir die Alten aus den Häusern raus, wenn die Kinder ausgezogen sind? Nun, die erste Sache ist, mich fragt ja gar keiner. Ja? Ich wurde nie gefragt. Ja? Es gibt auch keine Angebote, es gibt keine Prämien, keine Umzugshilfe. Und dazu habe ich ein ganzes Projekt, was jetzt schon seit längerem läuft und auch noch für 5 Jahre Unterstützung der Bundesregierung laufen wird, dass man Konzepte entwirft und die Leute motiviert, ihre Wohnform zu verändern. Und wir wissen, dass 30-50% der Menschen bereit sind. Aber wir müssen die Angebote schaffen, weil das fällt natürlich schwer. Aber es tun immer mehr. Und bei den Single-Haushalten nenne ich diesen Tipp, dass man irgendwie so Apps entwickelt, die dazu Leute motivieren, zusammenzuziehen. Also wenn in Würzburg, sagen wir mal, 1000 Paare, die jetzt getrennt leben, ja, wenn die zusammenziehen, haben wir 1000 freie Wohnungen. Ist doch kolossal. Anderer Vorschlag, wer jetzt unbedingt in der Scholle kleben bleibt, ja, und da nicht ausziehen will, hat natürlich hohe Unterhaltungskosten, Betriebskosten, gerade jetzt, und mit den hohen Energiekosten. Hier lautet der Vorschlag, hol dir einfach ein paar junge Studenten ein. Das ist schön abwechslungsreich und gesellig. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, Gesellschaft und dieses Zusammensein ist die beste Maßnahme gegen Einsamkeit und Einsamkeit ist das größte Gesundheitsrisiko. Ja? Ich weiß ja, heute sind ein paar Mediziner da, nehmt diese Botschaft mit. Zum Thema Wirtschaft ist mehr, sage ich nichts mehr. Das ist, sagen wir mal, ein Konzept, das ist mehr ein akademisches Buch, also nur so viel. Es ist eine Form von nachhaltiger Wirtschaftsförderung. Punkt. Mehr sage ich nicht dazu, weil ich muss Schluss machen hier. Viele sagen, der Kopas, der will ja hier die Ökodiktatur. Und das stimmt. Ich will ja, dass Politik handelt. Ich will, dass Strukturen sich verändern. Aber ich halte mich eher für einen Liberalen. Ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht über Liberalismus, über unsere Freiheitsrechte. Und was mir vor dem Auge springt, das habe ich ganz am Anfang gesagt, die Freiheitsrechte der nächsten Generation.
Ja, mit mittlerweile Unterstützung vom Bundesverfassungsgericht. Das spricht für sich. Aber es gibt auch ganz einfache Beispiele, wie zum Beispiel die Verpflichtung, sich anzufunden. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass mein Vater sich das erste Mal angeschnallt hat. Da kam uns gerade ein Polizeiauto entgegen. Und das Bußgeld war ganz neu. Und er sagte, muss ich anschnallen. Jetzt ist es Routine. Mein Vater war kein Befürworter der Anwaltpflicht, so sehr herumgutet gewesen. Damals waren 50% dagegen. Es gab sogar sehr viele, die behauptet haben, Angebote zu fahren ist gefährlicher als ohne. Ja? Und heute ist es unumstritten. Und es ist ein Angriff auf meine Freiheitsrechte. Und das ist natürlich immer alles der Frage der Verhältnismäßigkeit. Aber um die Verhältnisse, da geht es. Wer zum Beispiel an einer stark verlärmten Straße lebt, das ist ein ganz krasser Eingriff in meine persönliche Freiheit, wenn das so laut ist, die mir andere nehmen. Oder in Osnabrück, meiner Heimatstadt, sterben jedes Jahr 1 bis 2 Menschen auf dem Fahrrad. Da stehen ja überall diese Gaussbikes. Und es gibt in der Verfassung das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und aus dieser Perspektive ist es durchaus legitim, für mehr Sicherheit für Radfahrerinnen und Fußgänger zu sorgen. Und auch wenn das bedeutet, dass die Freiheit in Form von Raserei eingeschränkt wird. Das ist nur noch eine Grafik, wie viele verletzte Radfahrerinnen in Osnabrück nur in einem Jahr haben. Das wird in Würzburg nicht anders sein. Vorsicht, hier ist wieder eine Fake-Werbung, keine richtige Werbung. Vom Weekly Magazin auf der letzten Seite kann ich nur für Werbung machen. Ich finde sie köstlich. Die Menschen kaufen eine Dose Würstchen im Supermarkt. Und ich glaube, den wenigsten ist bewusst, wie viele Vorschriften erfüllt wurden, bevor dieses Produkt überhaupt im Laden verkauft werden kann. Allein die Hygienevorschriften, die bei der Produktion eingehalten werden müssen. Der Gesetzgeber macht hier so viele Vorgaben. Die Menschen erwarten ein sicheres Produkt. Sie erwarten, dass der Staat sich darum kümmert, dass da keine Schadstoffe zum Beispiel drin sind. Im Vergleich zu dem, ich sag mal, im Vergleich zu den Vorschriften für diese Würstchen, ist das, was ich beschreibe, im Konzept der Ökoroutine oder diese Grundidee, ja, wo ich die einfachen Vorschläge so liefere und ich hätte noch Dutzende, ja, ist kolossal einfach im Vergleich dazu. Wie kommen wir nun dahin? Und das ist die spannende Frage jetzt auch für euch. Politik kann und muss gestalten, habe ich schon deutlich gemacht. Hier sehen wir ja von der Windkraftanlage, die war damals, war die Anlage ungefähr 17 Jahre alt. Und direkt daneben stand diese Windkraftanlage. Innerhalb von diesen 17 Jahren hat diese Technologie wurde mit einer enormen Dynamik weiterentwickelt. Ja, Deutschland ist ein Land der Ingenieure. Wir können das, aber das war nur möglich, weil Politik einen Rahmen geschaffen hat, dass es sich lohnt zu investieren. Und das haben die Menschen gemacht und dann haben die Unternehmen die Technik weiterentwickelt. Und deswegen hat die Energiewende, die jetzt international ja stattfindet, hat in Deutschland ihren Anfang genommen. Und hat ihren Anfang genommen, weil Menschen sich engagiert haben. Angefangen übrigens mit der Anti-AKW-Bewegung. Und deswegen sage ich, politischer Prozess ist wichtiger als privater Konsumverzicht. Ihr seid Teil der kritischen Masse. Die Tatsache, dass ihr hier sitzt, heißt, dass ihr euch Gedanken macht, dass ihr euch mehr Gedanken macht als nur über die Verwendung des Einkommens. Ja? Und genau diese Menschen, die sich mehr Gedanken machen, das ist in meiner Denke, ist das die Elite. Ja? Die sich Gedanken machen, wie Gesellschaft verantwortungsvoll sein kann. Und wir wissen, wenn 3% aus politikwissenschaftlichen Untersuchungen, wenn 3% der Menschen sich engagieren, dann kommt, das ist der Druck für Veränderung. Und das hat sehr gut Friday for Future gezeigt. Das war die kritische Masse, die hat den Druck gemacht, dass mit einmal Markus Söder Bäume umarmt hat. Das hat dafür gesorgt, dass aus dem Klimapaket ein Klimapaket wurde. Und deswegen, ich selbst bin früher auch vor ein paar Jahren noch nicht zu Demos gegangen. Weil ich gedacht habe, ich mache auch so schon genug. Und mir ist klar geworden, auch ich, es reicht nicht, Bücher zu schreiben oder zu publizieren. Es ist wichtig, dass wir Druck machen, und zwar auch auf der Straße. Klar,
kann man sich sagen, was bringt eine Demo? Aber viele Gespräche mit politischen Entscheidungsträgern haben mir gezeigt, die Reformer in der Politik haben es leichter, wenn sie merken, es gibt Druck von der Bevölkerung. Ja, dann können sie sich in der Politik besser durchsetzen. Und deswegen, das sind schon zwei Demos hier von dieser Wir haben es satt Demo ausgefallen durch Covid. Vielleicht klappt das jetzt im Januar, ich weiß es nicht. Immer zur grünen Woche. Ich fordere euch auf, geht dorthin. Und ich bin mit Sicherheit, oder wir sind mit Sicherheit wieder dabei, wenn es geht. Und das fühlt sich gut an, wenn man dabei ist, und andere sind auch dabei, weil man halt das Gefühl hat, so man ist nicht alleine. Und weil es eine Form von Sinnstiftung ist, wenn man halt sich irgendwie aktiv ist. Oder an einem Klimastreik teilzunehmen. Oder einen Landverkehrs- oder Volksentscheid zu unterstützen. Ich sag mal, jede Form von Engagement, eine Initiative zu unterstützen oder beim Parking Day mitzumachen oder bei einer Critical Mass. Jede Form von Engagement ist besser als zu Hause vor dem Fernseher zu sitzen und die Zustände zu beklagen. Und wenn jetzt immer noch hier jemand da ist, der sagt, komm, einer mehr auf der Demo, es kommt doch auf mich nicht an, da kann ich nur sagen, oder es ist doch egal, es kommt nicht auf mich an, da kann ich nur sagen, nichts ist egal, nur auf euch kommt es an und ich danke recht herzlich.